Oh, Mom! Wir haben schon auf dich gewartet. Wieso küsst dieser alte Mann dich? Mom, entspann dich. Er ist mein Freund. Jack Sullivan, freut mich sehr. Claire, woher kennst du ihn? Oh, das war echt so romantisch. Ich habe seinen Fall bearbeitet, seine Scheidung. Seine vierte gescheiterte Ehe. Wir haben ja so viel gemeinsam. Ich bin Ihr Lieblingsklient. Claire, er könnte dein Vater sein. Oh, sei doch nicht so altmodisch, Mami. Im Herzen bin ich noch jung. Jack wohnt erst mal eine Weile bei uns, okay? Was? Er musste sein Eigentum mit seiner Frau teilen und bisher hat er noch keinen Ort zum Wohnen. Oh. Keine Sorge, es ist nur vorübergehend. Oh. Ja, wir werden diesen Fall gewinnen, ganz sicher. Claire, lass mich raten. Seine Frau war 27 wie du? Oh nein. Nein, 19. Ex-Frau. Das ist ein Ja, oder? Das ist ihr übliches Ja. Ich möchte gern anstoßen. Oh, hast du daran gedacht, deine Medikamente zu nehmen? Oh, danke, Liebes. Mal sehen. Bevor ich esse, danach und jetzt. Nicht gerade so gesund wie ein junger Mann, oder, Jack? Das sind präventive Maßnahmen, Mami. Was ist mit dir? Was? Wie gesund bist du? Das geht sie überhaupt nichts an. Okay, wie schön, ihr zwei fangt an zu reden. Endlich. Oh, entschuldigt mich bitte kurz. Redet nur weiter. Ja? Ja, ich höre dich. Hab ich vielleicht was Komisches an mir, was sie zum Lachen bringt? Aber nein. Aber Claire meinte, dass du Geschichte an der Uni unterrichtest. Oh. Hast du eine Lieblingsperiode? Interessiert sie das wirklich? Nee, ich will nur höflich sein. Wissen Sie, mich interessiert eine Sache brennend. Nehmen Sie auch Pillen vorm Bett? Naja, wenn du schon fragst, ganz unter uns. Ich nehme ein Schlafmittel. Danach. Oh Mann, du lachst ja. Also kommt ihr zwei wohl endlich klar. Ich muss jetzt gehen. Eine Anhörung morgen wurde verschoben und ist jetzt in einer anderen Stadt, also muss ich los. Nein, nein, nimm ihn mit. Oder buche mein Hotelzimmer. Mom, schäm dich, er ist mein Freund. Habt Spaß. Keine Sorge, Claire. Mami und ich werden uns gut verstehen. Hey, guten Morgen, Mami. Guten Morgen. Wie wär's mit Toast? Schokolade zum Frühstück? Mhm. Nein. Jack, können wir mal vernünftig reden? Ja, sicher. Es gibt zwei Dinge, um die ich dich bitte. Ich bin ganz Ohr. Trag Hosen in meinem Haus. Wird gemacht. Und, verlass dein Zimmer nicht nach 5 heute Abend. Und noch eine Idee. Geh doch mal raus. Wirklich? Mhm. Wieso das? Was passiert denn nach 5? Ich bekomme einen wichtigen Gast, Mr. Broderick. Oh. Einen Doktoranden und ich helfe ihm mit seiner Dissertation. Hey, 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 alles klar. Ich werde euch nicht stören, Mami. Und als Letztes. Mhm. Nenne mich nicht so! Das wird das Schwerste. Aber ich schaff das, Baby. Sarah, bist du da drin? Hör zu, ich brauche Hilfe mit... Hey, wer bist du? Oh. Wer ich bin? Wer bist du? Oh, Mr. Broderick. Also, meine Freunde nennen mich Louis. Ja, Louis, alles klar. Wo ist unsere liebe Sarah? Eigentlich warte ich auf sie. Ich bin durchs Fenster gekommen. Oh, wie romantisch. Also, das wird sicher alles klappen. Und du? Oh, ich bin Jack. Ich bin der Freund der Tochter. Bist du denn nicht zu alt für sie? Bist du nicht zu jung für sie? Gut gekontert. Hör zu, Kumpel. Wir haben hier ein kleines Problem.
Es gibt kein Klopapier mehr. Schau mal im Badezimmer unterm Waschbecken. Okay, danke. Also hör zu, Louis. Du hast mich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Und ich gehe jetzt spazieren. Danke, Jack. Danke, Kumpel. Hab noch viel Spaß. Schön, dich kennenzulernen. Ebenso. Hey, darf ich mitgucken? Bitte? Okay. Willst du was? Nein, ich esse nicht nach sechs. Und schon gar keinen Zucker. Du verpasst da was. Ein gesunder Lebensstil erspart dir die Pillen, mein Freund. Ich hab das nur gesagt, weil du eine großartige Figur hast. Du kannst dir das leisten, ein bisschen Eis beim Fernsehen zu essen. Oh, wie nett, das von einem Mann zu hören, der immer nur jüngere Frauen datet. Tutzi, 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 oh. Ich liebe diesen Film. Oh, du auch? Aha. Habe ich was Falsches gesagt? Was habe ich getan? Oh, dieser Moment, dieser Moment, dieser Moment. Oh. Nein, bin ich nicht. 3, 2, 1 und hier. Hey, wie geht's Mom so? Oh, uns geht's ziemlich gut. Wie lief deine Anhörung? Oh, ganz okay. Ich glaube, es läuft soweit gut. Und wann kommst du nach Hause? Oh, Claire, kommst du endlich? Und wer ist das? Claire, willst du Kaffee mit Milch? Oh, Schatz, ich muss leider los. Ich bin bald zu Hause. Bis dann. Mein Lieber. Sieht aus, als bräuchte ich Hilfe. Für sowas brauchst du einen Mann im Haus hier. Wichtige Nacht? Oh, ja. Ich wurde eingeladen, zum Tanzen zu gehen. Schön. Gehst du gern tanzen? Oh, ja. Ich liebe Tanzen. So sehr. Viel Spaß. Ich weine gar nicht. Alles okay. Mr. Broderick? Woher wusstest du das? Also ja, weißt du, was ist passiert? Ist er mit einer Jüngeren durchgebrannt? Ich würde dir eine verpassen, aber... Oh. Was habe ich mir dabei gedacht? Vor 2 Tagen wäre ich noch total auf seiner Seite gewesen. Natürlich. Aber jetzt nicht mehr. Es reicht. Gute Nacht. Mir geht's gut. Brauchst du einen Partner? Nein. Ich brauche nur Umarmung. Mom? Jack! Ich bin zu Hause! Mom? Oh mein Gott! Jack! Jack! Beeil dich! Mom! Oh mein Gott! Jack! Mom? Oh, Jack! Hi! Wieso hat mich denn niemand begrüßt? Oh, Claire. Oh. Wie schön, dich wieder zu haben. Oh, hi. Oh, wie schön, dass ihr zwei euch so gut versteht.
Gut. Wir sind gerade mit dem Morgensport fertig geworden. Deine Mom ist ein Monster. Okay. Ich mache Kaffee für uns. Wieso? Wusste ich nicht, dass du dazu fähig bist. Wusste ich auch nicht. Ich meine die Übung. Wovon redest du denn da? Oh, ich auch, ja. Okay, also Jack, ich habe nämlich... Naja, ich habe zwei Neuigkeiten für dich. Gute und schlechte News. Womit willst du lieber anfangen? Oh, ich beginne den Morgen mit den guten News. Okay, deine Scheidung geht voran und anscheinend wirst du am Ende diesmal dein Geld behalten dürfen. Oh, das sind tolle Neuigkeiten. Danke, Claire. Danke. Die schlechte Nachricht ist, wir müssen Schluss machen. Ich meine, ich kann dir gleich sagen, es geht nicht um dein Alter, wirklich nicht. Es ist nur so, dass ich merke, wie verschieden wir sind. Du liebst es, mitten in der Nacht zu essen und du guckst gerne alte Filme und... Naja, ich nicht. Und es geht nicht wirklich um irgendetwas davon, stimmt's, Claire? Ich habe wen kennengelernt. Einen alten Klassenkameraden. Weißt du, ich hätte mir nie erträumt, dass man sich so sehr verlieben kann. Und das so schnell, in so wenigen Tagen. Jack, es tut mir so leid. Aber du verstehst das, oder? Ja, ich verstehe das perfekt.